So, jetzt sind wir hier bei uns im MoMA Café und sprechen gleich mit einer ganz tollen Frau. Sie musiziert nämlich nicht nur mit ihrer Familie, einer ganz berühmten Familie, und zwar der Kelly Family, sondern ist auch Solokünstlerin. Es geht um Patricia Kelly und vor wenigen Tagen ist ihr neues Album erschienen. Unbreakable heißt es und wir sagen guten Morgen. Patricia Kelly, herzlich willkommen. Guten Morgen an Sie alle. Thank you, danke schön. Wir müssen natürlich erst mal fragen, wie es Ihnen geht, wie Sie ins neue Jahr gestartet sind. Das letzte ist nämlich mit einem Treppensturz geendet. Ist alles wieder okay? Im alten Jahr, genau. Mir geht's gut. Wir sind gestartet mit einer Nummer 2 des Albums in den Charts. Besser geht's nicht. Okay, das ist doch ganz positiv. Genau. Man muss ja nämlich sagen, das letzte Jahr 2021 war ein sehr schwieriges Jahr. Es gab einen schweren Schicksalsschlag in Ihrer Familie, Covid-Erkrankung. Und jetzt das neue Album. Woher nehmen Sie in so einem Moment die Power dafür? Mein Mann, meine Kinder, meine Geschwister, meine Freunde und mein Glauben. Das ist meine, und die Musik natürlich, meine Kraftquelle. Sie haben gerade Ihre Familie angesprochen, ist ja auch ganz schön, denn ein paar Songs von diesem Album, unter anderem der, den wir gerade gehört haben, den haben Sie auch zusammen mit Ihrem Sohn geschrieben. Richtig, Wie kam es dazu und wie reibungslos klappt das auch, fragt man sich natürlich. Wir waren erstaunt, dass es super geklappt hat. Ich glaube, ich habe mehr genervt als er mich. Wir haben eigentlich einfach ausprobiert. Der letzte Song, Doll, habe ich mit ihm geschrieben. Iggy ist ein Songwriter, der schreibt schon seit Jahren, seit er 16 ist, für viele große Künstler. Und ich habe gedacht, wir probieren es. Also man sieht schon, die Musik liegt natürlich bei der Familie, bei allen irgendwie auch im Blut. Inwiefern würden Sie sagen, hat auch Sie als Solokünstlerin, für Ihre eigene persönliche Solokarriere, Ihre Familie Sie geprägt? Na, komplett. Ich meine, ich liebe meine Geschwister, ich liebe meine Familie und ich bin immer noch auf Tour mit denen. Und natürlich bin ich damit groß geworden. Also das hat meine Musik geprägt. Aber jetzt mache ich auch ein bisschen so meinen eigenen Weg und das ist schön, beides zu haben. So die Mischung macht es wahrscheinlich, genau. Oder? Genau, ich brauche beides. Auf was freuen Sie sich denn jetzt im Jahr 2022 ganz besonders? Also 2021 war nicht nur für Sie persönlich schwierig, sondern pandemiebedingt natürlich für viele Künstlerinnen und Künstler. Ja. Wie gut oder wie optimistisch blicken Sie jetzt ins neue Jahr? Es ist schon brutal und ich nehme die Gelegenheit zu sagen, dass die Musikbranche, die Künstlerszene sehr, sehr leidet und ich hoffe, dass die Politiker uns helfen, weil das ist wirklich brutal, was da abgeht. Ich bin eine der Privilegierten, muss man ganz klar sagen. Hallo, grüße Sie und ich habe Ersparnisse, aber viele nicht und ich appelliere damit, dass man da uns auch nicht vergisst, das ist wichtig. Aber ich freue mich auf das Jahr. Wir haben Tour, wir haben das neue CD und ich habe vieles vor, auch mit meinen Geschwistern. Ich freue mich auf dieses Jahr. Jetzt hören wir Unbreakable, ein Liebeslied, ganz kurz noch. Zu meinem Mann. Zu meinem Mann. Oh, es ist Gott. Es geht nicht. Ja, 20 sehr Jahre schön. Verheiratet letztes Jahr, 23 Jahre zusammen und immer noch super glücklich. Und das muss dann mal wird er festgehalten jetzt werden. Jetzt gerne natürlich auch zuschauen, wie unsere Zuschauerinnen er ist und Zuschauer. Hier irgendwo, genau. Wir verabschieden uns bei Ihnen und sagen bis morgen. Bis morgen jetzt Patricia Kelly live im MoMA. And darling, you're a diamond, they can't break you, never tear us apart. Remember, if you ever feeling lonely, just know my love will hold you wherever you are. Even gravity can keep us down. I will stand by you through all the madness, stand by you through every battle. Unbreakable, unbreakable. And no matter what may come tomorrow, together we can brave the storm. Unbreakable, I love, I love. A river, I'm never gonna give up. Right here and right now, I will stand by you through all the madness, stand by you through every battle. Unbreakable, unbreakable. And no matter what may come tomorrow, together we can brave the storm. Unbreakable.
Unbreakable.